welcher Ort im Schwarzwald bist du? Das ist ganz eindeutig, einfach zu benennen. Das ist Krenking. Krenking ist der Ort, in dem ich aufgewachsen bin, in dem ich sozusagen auch geboren bin. Ein Ort mit 180 Einwohnern. Und das liegt daran, dass der sehr, sehr freundlich ist. Und da sind die Nachbarn wirklich ja, Freunde. Und man kennt jeden beim Vornamen und jeden beim Nachnamen, logischerweise. Und bei jedem war man schon zu Hause Kaffee trinken. Und ein sehr offenes Örtchen, ein sehr, sehr geiler, sympathischer Ort. Und damit kann ich mich sehr gut identifizieren. Welches Jahrzehnt bist du? Ich würde sagen so 60er Jahre, 60er, 70er Jahre, da kann ich mich ganz gut damit identifizieren. Ich finde so diese ganze Musik in der Zeit, natürlich gerade den 60s Soul, sehr, sehr anspruchsvoll, nein, sehr ansprechend und sehr interessant für mich. Und das ist natürlich auch das, was ich mache und mit dem ich mich identifizieren kann. Welcher Schnaps bist du? Also ich trinke, das muss ich von vornherein mal feststellen, ich trinke eigentlich ganz wenig Alkohol. Und ich hatte letztens an Silvester, an Weihnachten habe ich probiert, ein, wie hieß der, Steinpilzschnaps. Und ich muss euch wirklich sagen, es war sowas unglaublich Widerliches, dass ich da so davon gebrochen habe. Also ich möchte mich ungern mit Schnaps in Verbindung bringen, damit wir jetzt wieder gleich... Welche Ausrede bist du? Also ich bin immer für eine Ausrede da, habe ich gemerkt. Und leider schon immer. Und mein Umfeld weiß es auch, deswegen glauben die mir nicht immer ganz so, wenn ich mir irgendeine Entschuldigung vorbringe. Ich versuche es immer ehrlich klingen zu lassen. Es ist meist ein sehr erbärmlicher Versuch. Welcher Boxer bist du? Also wenn man mein neues Video sieht, das Video zu St. Petersburg, dann hat man schon gesehen, welcher Boxer ich bin. Einer, der ständig einsteckt und total auf die Fresse kriegt. War natürlich ein Spaß, ich mache alle fertig. Ja, kein Problem damit. Auch moralisch nicht. Welches Album bist du? Natürlich, momentan bin ich absolut Black Forest. Das verkörpert genau mich. Meine Musik, meine Art, meine Heimat, mein Styling. Ich muss das einfach nennen. Alles andere wäre jetzt geheuchelt und da muss ich mich dann wohl selber anheucheln. Also Black Forest.